Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen EA Sports FC 24 Hannover 96 Modus. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid wieder nüchtern, denn wir haben ja Braunschweig ordentlich vom Platz gefegt mit 5:1. Ja, in der Summe vielleicht ein bisschen zu hoch, aber dennoch nicht unverdient, würde ich sagen. Ja, nun geht es weiter. Aktuell sind wir noch Tabellenführer, oder sind wir Tabellenführer, mit 3 Punkte Vorsprung und spielen als nächstes gegen Greuther Fürth. Die hängen auch im Keller irgendwo rum. Ich habe eben schon gesehen, die haben 6 Punkte nur. Das ist ja jetzt nicht besonders viel. Also in letzter Platz von 12 Spielen haben sie 1 gewonnen, 3 unentschieden, 8 Niederlagen, 15 Tore geschossen. Das ist jetzt nicht so wenig, finde ich. Und 22 kassiert. Wenn man mal hier oben guckt, mit Hertha BSC ist einer auf dem 4. Platz, der 17 Tore geschossen hat. Das sind letztendlich nur 2 Tore mehr, aber halt auch gut und gerne 12 Tore weniger kassiert hat. Deshalb, ne? Oder Paderborn haben nur 14 geschossen, aber halt auch nur 10 kassiert. Das ist da, ne? Also, wir haben 33 geschossen und 9 kassiert. Ja, gut. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall erstmal weiter. Oh, wir haben eine Nachricht. Jugendbericht. Ja, jetzt ist hier auf jeden Fall die Dings auch schon weiter runtergegangen. Von, also seinem Potenzial. Jetzt ist er plötzlich doch nicht mehr so ein Top-Talent. Was? Achso, der Trainingsplan. Er hat Fitness erreicht. Okay. So, wir spielen gegen... Wie war das jetzt nochmal? Ah, gegen Greuther Fürth. Genau, ich habe schon wieder vergessen, weil ich gerade an Fodi gedacht habe, wegen der Nachricht, dass er bald weg ist und sowas. Wir lassen Schaub mal draufen und packen dafür Vogelsammer rein. Wir holen Besiuschko dazu. Wir lassen dem spielen. Lassen Ernst beginnen. Und ja, Array MB holen wir dann noch rein. Fodi und so, ich glaube, es macht nicht mehr so viel Sinn, die jetzt mitzunehmen, denn die werden so oder so zur Saisonende, zum Winter abhauen. Da bin ich mir sicher. Deshalb lassen wir sie erstmal weg. Ja. Wir gehen so ins Spiel. Das muss uns reichen. Ein Sechser ist noch da mit Christiansen, ne? Ah ne, mit Kunze. Das machen wir schon. Gut. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich die unterschätze oder so. Eigentlich hat Greuther Fürth auch eine coole Mannschaft. Eigentlich. Hier ist Skribini, Lemberle, Herr Gotter, Wagner, Petkov, Asta, Gieselmann, Jung, Haddati, Michalski, Urbich. Urbich ist im Übrigen auch ein Talent, ein Torwarttalent. Meier, Höfer, Linde, Green, Kalanoglu, Sieb, Chomotsuklu und Abiyama. Achso, ich habe jetzt die Philosophie aber nicht angeguckt. Sie spielen in einem Standardkonzept. Ja, ich will sie auf keinen Fall unterschätzen, auch wenn sie letzter sind. Wir sind hier wie Hannover in echt immer so ein bisschen Aufbaugegner. Deshalb müssen wir da jetzt gleich mal ein bisschen gucken, dass wir da nicht wieder zu überheblich werden. Jetzt auch, gehe ich davon aus, habe ich auch viel Pulver verschossen gegen Braunschweig. Dass wir da wenigstens gewinnen, dass es dann aber ein 5-1 wird, hätte ich echt nicht gedacht. Aber endlich haben wir da nochmal unsere Chancen genutzt und die Dinger da nochmal wieder reingemacht, wie wir es so aus alten Tagen kennen. Manchmal ist dann halt auch das Glück auf deiner Seite. Und manchmal eben wieder nicht. Und in diesem Spiel hatte ich halt wieder wirklich das Gefühl, oha, dass das Glück auf unserer Seite so ein bisschen gewesen ist. Schön. Ich hoffe nur, dass das jetzt so bleibt. Oha, Zieler fast mit reingeschossen. Und bumm. Boah, schade. So,
Wir machen weiter. Eine Pressekonferenz wäre nicht schlecht. Das könnte nochmal unsere Moral und so ein bisschen nach oben treiben. Wir spielen im Sportpark Ronhof Thomas Sommer. Das wird wahrscheinlich der richtige Name sein. Am 5. November 2023 Schiedsrichter ist Maximilian Mehlbacher. Wir spielen auf Legende 5 Minuten und es regnet um 13.30 Uhr. Ja, wir natürlich wieder im Tiki-Taka, in der Tiki-Taka-Philosophie im 4-2-3-1. Heute regiert in der Stadt nur der Fußball. Es gibt nur ein Thema und das ist dieses Spiel, dieses ganz besondere Duell. Ein Duell der Extraklasse mit zwei Mannschaften, für die nur der Sieg zählt. Bleiben Sie dran, gleich kann es endlich losgehen. Jetzt rollt hier gleich endlich der Ball. Bleiben Sie unbedingt dran. Schön. Willkommen, liebe Fußballfans. Wir sind zu Gast im Sportpark Ronhof Thomas Sommer. Ich darf Sie zu diesem Spiel im Regen begrüßen. Rolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen. Ich muss gestehen, ich wusste nicht, dass ein Stadion so einen Namen trägt. Und bei uns geht es am heutigen Tag. Und auch das ist nicht negativ gemeint. Ich wusste echt nicht, dass es so heißt. Gegen die Hannover 96. Bei den beiden Teams ist Spitzenfußball garantiert. Das wird hochklassig. Das ist natürlich dann auch hier wieder ein besonderes Spiel für Leitl. Er kam ja von da. Aber auch für Harvard Nielsen, der jetzt dummerweise auf der Bank sitzt. Und so geht's die Hannoveraner an. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Gieselmann. Schönes Dribbling hier. Klasse gemacht, stark geblockt. Ey. Vorne jetzt die Balleroberung. Hier ist die Chance. Toll. Sie wollten hier von Anfang an. Ich hab's gesagt. Gegen den Letzten ist immer so eine Sache. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Christiansen. Er entscheidet schnell und richtig, er gibt Vorteil. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach. Da ist auch schon wieder keiner in der Mitte. Ecke, gut geklärt. Ecke in die Mitte. Erstmal geklärt. Marcel Halstenberg. Das muss es sein. Ball erstmal aus der Gefahrenzone. Aber eine Chance. Ball wird abgefangen. Ich habe noch gezögert, weil ich mir dachte, vielleicht fängt er den, aber da habe ich schon nichts gedrückt. Es gibt ein Tor im Spiel von St. Pauli. Die Infos dazu jetzt aus dem Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für den FC St. Pauli. Schön. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 20 Minuten. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Da kam das Foul, aber es gibt Vorteil. Klasse Technik. Ich kam nicht mehr an den Scheißball. Ich wollte ihn nochmal durchstecken. Ich habe keinen Zugriff. Könnte jetzt was werden. Ruhiger Spielaufbau. Sie haben den Ball und sie schauen immer wieder, wo sind die Nebenleute. Balleroberung. Gibt Freistoß. Was? Ja. Oh. Schön gespielt, oder? Komm, das war jetzt nicht schlecht.
Sonst treffe ich immer die falsche Entscheidung. Ich versuche immer flach durchzustecken. Diesmal habe ich wirklich dran gedacht, ihn auch hoch durchzustecken. Sonst fällt mir das nie ein, weil ich dann immer denke, boah, das wird wieder nichts. Und lass ihn dann eher immer flach. Und dann sind zwei Mann völlig frei vor dem Torhüter. Was will der da machen? Oh. Keine Chance. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Eigentlich habe ich erst wieder gedacht, ich laufe durch, aber Leopold ist ja nicht unbedingt der Sprinter-Typ. Das klappt dann vielleicht mit Bayer, Meiner, Tell, wie sie alle heißen. Sauber. Ganz energisch. Was ist denn das? Sehr energisch, sehr zielstrebig. Jetzt müssen sie da hinten aufpassen. Macht sich lang und dann hält. Zieler ist echt ein Monster. Viele werden sie wahrscheinlich heute nicht bekommen. Sprechanfall, Entschuldigung. Jung. Oh, die Riesenchance. Oh. Da gut gemacht. Den habe ich schon wieder drin gesehen. Die Führung jetzt bei dieser Ecke. Ja, das könnte was werden jetzt. Das kann nicht sein, Alter. Die spielen denn in der Mitte. Ich kann machen, was ich will. Die drehen sich einmal weg und schon ist er durch. Das ist echt. Die Ecke kommt rein. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Wieder mehr Glück als Verstand hier. Da haben sie den Platz auf dem Flügel. Oben ist auch nicht wirklich einer mitgelaufen. Ist hier immer noch am Ball. Ja, nicht ungefähr. Boah, Zieler, Junge. Der holt hier wieder echt alles raus. So ein bisschen vom Schlusspfiff gerettet. Heftig. Und bis jetzt ein aufregendes Spiel. Muss ich gestehen. Weiter geht's mit diesem Spiel. Pause ist vorbei. Der war heute wieder hier im Sportpark Rodenhof. Thomas Sommer. Nein. Der geht schön dazwischen. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Guter Pass, das könnte Chance werden. Das war eng, aber er hat ihn. Wer darf jetzt Elfer gegeben hätte, ne? Da wollten die Fans einen Elfmeter. Junge, Junge, Junge. Ernst. Geh durch. Nee, ich weiß schon, wen ich will. Ja, das ist natürlich nicht leicht, da jetzt durchzukommen. Jetzt haben sie den Ball verloren. Die stehen dann aber auch einfach clever, ne? Wie eine Bank. Da geht dann nichts mehr durch. Branimir Goda. Gute Balleroberung hier. Warum denn den Mann? Sie drücken, sie wollen die Führung. Aber sie lassen sich durchaus Zeit. Sieht gut aus, was sie da machen. Ey, das ist nicht sein Scheiß Ernst. Pass, weg ist der Ball.
aufpassen. Den hat er gerochen. Aber wir wechseln trotzdem mal jetzt. Wir bringen mal Trisoldi. Ja, Ari MB hat auf jeden Fall keinen Bock mehr. Wir bringen auch mal Harvard Nielsen. Und bringen MB für Halstenberg. Und Schaub für Vogelsammer. Oh. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Wagner. So, das könnte hier was werden. Ist das das Tor? Sichere Parade. Das ist wieder unfassbar. Jetzt wird gewechselt. Ball kommt lang. Muss er gegeben, da war es noch dran. Habe ich dann Foul gesehen? Echte Torgefahr sieht anders aus. Absolut, Wolf, war doch eher ungefährlich. Kurzer Blick zur Uhr, für das Schönchen haben wir noch. Fürth holt sich den Ball. Wagner. Die können wieder machen, was sie wollen, Alter. Ich laufe an jeden Ball vorbei, bin unsichtbar, der tunnelt mich. Spiel geht mit Einwurf weiter. Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Gutes Tackling hier. Chance so für. Kann nicht sein. Da kriegst du den Scheißball wieder nicht raus, das ist wieder verrückt. Eine dramatische Schlussphase. Oh Mann. Klasse, wie sie da ihr Spiel aufziehen. Typisch Hannover 96. Ihr Spiel aufzwingen. Ja, das ist Ballbesitzfußball. Und da fällt das Tor. Schon. Pass kommt nicht an. Mit einem Tor. Ich hoffe, da versteht man ein bisschen, was ich meine. 5 Minuten sind es noch. Dass man da wirklich gar machen kann, was man will. Gieselmann. Und beim Gegner funktioniert dann gefühlt alles und bei uns gar nichts. Es gibt ein Tor im Spiel von St. Pauli. Die Infos dazu jetzt aus dem Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für den FC St. Pauli. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Gespielt sind 87 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. Gut, den Ball ab. Oh, komm, Nielsen. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Stark gemacht, das können wir. Ja! Oh! Nur mal einen Punkt gerettet, Junge. Puh! Hey, Harvard Nielsen! Mit dem Abpfiff hat er das 2:2 gemacht. Trotzdem, gegen den Tabellenletzten, boah, man hat mal wieder deutlich gesehen, der Gegner kann da machen, was er will. Und es klappt nichts. Es klappt nichts. Du, in der Mitte wird jeder angespielt. Ich habe in jedem FIFA mecker ich, oder in jedem Fußball, FIFA ist mir scheißegal, mecker ich darüber. Und es ist auch immer wieder so. Immer wieder. Du kannst da nichts machen. Du stehst da, du drückst Kreis, nichts, keine Chance. Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind, so kurz nach dem Spiel. Glück gehört zum Fußball. Eine Niederlage? Was? Sie können sie immer noch nicht schlagen. Sie werden sie ein Problem. Wir halten zusammen. Wir halten zusammen. Zwei Teams auf Augenhöhe heute. Wie beurteilen Sie das? Zwei gute Abwehrreihen. Wobei unsere nicht so geil war. Das war's auch schon. Vielen Dank. Gerne. So, wir haben keine Nachricht. Ist immer gut, dass sich keiner beschwert. Ein mäßiger vor mir schon wieder.
Fürth mit schwerer Aufgabe gegen Hannover. Im Spiel zwischen Greuther Fürth und Hannover 96 könnte sich wohl an der Tabellenspitze als auch im Tabellenkeller einiges tun. Greuther Fürth hat auf dem Papier natürlich kaum Chancen gegen das Top-Team, doch vielleicht erleben wir ja eine Riesenüberraschung. Hannover 96 darf sich auf keinen Fall zurücklehnen, sonst können sie hier schnell ihr blaues Wunder erleben. Hannover mit mäßiger Form. Obwohl Hannover 96 zuletzt nicht in Bestform war, ist Zieler dennoch voller Zuversicht. Wir haben in jüngster Zeit durchaus nicht alle Spiele gewonnen, sagte Zieler. Aber wir müssen uns nur einfach wieder auf bessere Zeiten besinnen und das zeigen, was uns stark gemacht hat. Fürth schafft Überraschung gegen Hannover. Eine ziemliche Überraschung gab es bei diesem Ligaspiel zwischen Spitzenreiter Hannover 96 und dem letzten Greuther Fürth. Es ging unentschieden zu Ende. Der Außenseiter hat sich großartig präsentiert, beim erfolgsverwöhnten Gegner für viel Frust gesorgt und verdient einen Punkt mitgenommen. Für viel Frust gesorgt, ja, ein bisschen gemotzt habe ich, aber ich meine, die haben ja wirklich gut gespielt. Später Ausgleich von Nielsen verhindert Fürth Sieg. Greuther Fürth holt nur ein Remis gegen Hannover 96. Nach dem dramatischen Ausgleich durch Nielsen stand es am Ende 2:2. Ich denke, das war dann auch unterm Strich. Nein, war es nicht. Zieler hat wirklich viel rausgeholt. So, wir treffen auf Pauli. Haben jetzt noch 2 Punkte Vorsprung. Pauli ist 5. mit 23 Punkten. Wir werden auf jeden Fall keine Verschnaufpause bekommen. Ja, ich denke, das war's. Wir werden die Folge beenden. Denkt dran, mir bitte reinzuschreiben, welche Transfers ihr euch so wünscht, vorstellt oder wie auch immer, damit wir das frühzeitig klären können und dann in der Winterpause vielleicht in der Sommerpause dann holen können. Eigentlich bin ich nicht Fan davon, in der Winterpause zu holen, aber ich denke, so ein Tell und so ein Bayer, die müssen wir holen, sonst kosten die wahrscheinlich zum Saisonstart wieder viel, viel mehr. Bin ich einfach fest der Meinung, deshalb werden wir die wahrscheinlich schon in der Winterpause holen müssen, wenn es denn die sind. Ja. Ansonsten, wie gesagt, lasst mir gerne was da. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns morgen direkt wieder. Freunde, ciao, ciao.